Ja, entschuldigt, dass es kein Video dazu groß gibt, aber ich habe gerade ein bisschen schlechte Laune und musste einfach mal das Mikro anschmeißen. Yo. Die schlechte Laune, die geht momentan von einer Person bzw. einem Projekt aus, nämlich Bree Pattins und dem MakerBot bzw. den jetzigen Eigentümern. Ja, wer ein bisschen die News verfolgt hat, der weiß wahrscheinlich schon, worum es geht. Für alle anderen mal ein kurzer Einstieg. Es gibt den sogenannten MakerBot. Das ist mit einer der ersten wirklich erfolgreichen 3D-Drucker gewesen, die so, ja, mehr oder weniger kommerziell oder als Bausatz vertrieben wurden und nicht nur im Hobbykeller entstanden sind. Und ja, dahinter steht halt der besagte Herr Bree Pattis. Der war sehr aktiv in der Community, hat auch sehr viel der Community beigesteuert. Unter anderem halt diesen sogenannten MakerBot. Es war eine komplett offene Plattform, ein komplett offener 3D-Drucker. Jeder konnte die Baupläne einsehen, konnte seinen eigenen bauen, Änderungen dran machen und so wurde das Projekt halt auch immer verbessert. Ja, letztes Jahr ging es dann los. Irgendwann, ich glaube im September müsste es gewesen sein, da kam irgendwo der Replicator 2, also das zweite richtig große Modell von denen raus. Das heißt also, davor gab es auch immer wieder neue Revisionen, aber halt dieser Replicator 2 ist komplett anders aufgebaut. Der basiert nicht wie der alte auf irgendwelchen geschnittenen Holzplatten oder irgendwas, das ist ein Metallgehäuse etc. etc. So nach ein paar Wochen kamen dann mal die Fragen auf, ja, wo sind denn die ganzen Quellcodes? Weil meistens kam halt kurz danach auch entsprechend die Dokumentation und die Aussage war, nö, Open Source ist nicht mehr. Wir geben nicht mehr alle Daten raus. Ja, das hat damals schon ein bisschen Kritik gehagelt und einige Leute hatten gewaltiges Bauchweh dabei. Und ja, langsam wissen wir warum. Im Sommer des Jahres, da wurde nämlich diese Firma hinter MakerBot gekauft vom Großunternehmer Stratasys. Genau. Dieses Stratasys, die stellen selber 3D-Drucker her. Und die haben sich quasi das komplette MakerBot-Projekt einverleibt, inklusive derer Technik. Jo, okay, es kommt, wie es kommen musste. Vor einer Woche ist jetzt der Hersteller Stratasys hingegangen und wirft mit Klagen um sich. Und zwar erst einmal gegen die Firma Microboards. Und zwar geht es da um vier Patente. Nämlich zum einen die Tatsache, dass man bei einem 3D-Objekt muss man ja im Prinzip Hohlräume auch irgendwo mit füllen. Weil die werden Schicht für Schicht gedruckt. Und ich kann nichts drucken, wo nichts drunter ist. Das heißt, ich brauche ein Füllmuster. Die Tatsache, dass man dieses Füllmuster einstellen kann, das ist patentiert. Ebenso die Tatsache, dass die Arbeitsplatte, auf der ich drucke, vorgeheizt werden soll. Das macht, glaube ich, inzwischen so ziemlich jeder 3D-Drucker. Naja. Auch wie der Extruder aufgebaut ist, nämlich mit dem Heizelement und so weiter und so fort. Das ist anscheinend auch in dem Patentverfahren jetzt mit drin. Und ich habe es noch nicht weiter durchgelesen, aber MakerBot hat sich da doch häufig an Community-Sachen orientiert, wie man den Extruder verbessern könnte. Und am Ende haben wir noch ein Verfahren, um den Anfang und Ende einer Lage des flüssigen Kunststofffilaments im Inneren des Objektes zu verbergen. Auf gut Deutsch, ich fange in der Mitte an zu drucken, sodass man außen nicht sieht. Ja, okay, toll. Jetzt haben wir endlich unsere schöne 3D-Drucker-Patentklage. Alle Leute, die selber 3D-Drucker bauen, die freuen sich wahrscheinlich ganz irre, dass sie jetzt auch mit dem ganzen Minenfeld konfrontiert werden. Und ja, ich meine, es war alles zu erwarten, aber was mich wirklich ein bisschen enttäuscht hat, war dann ein Interview von diesem Bree Pattis im Make Magazine. Der wurde nämlich dann befragt, weil er ist noch bei MakerBot und MakerBot gehört ja quasi zu dieser Stratasys-Familie. Und wurde dann halt mal befragt, was er denn dazu meint. Und ja. Also erstmal wurde er halt gefragt, ob das Ganze nicht ein bisschen Patent-Trolling ist, weil hier geht's wirklich um Basics. Also, ich weiß ja nicht, aber auf die Idee, irgendwas, wenn ich heiß drucke und ich merke, es zieht sich zusammen und löst sich. Die Technik gibt's schon seit Jahrhunderten wahrscheinlich, dass ich dann das, wo ich drauf drucke, heiß mache.
Das ist jetzt nicht unbedingt was Neues, weil wir reden hier von Patenten, die sind erteilt worden ab 1997. Ich glaube, vor 1997 ist schon mal einer auf die Idee gekommen, ich mache irgendwas warm, wenn ich da drauf was Warmes machen will und nicht will, dass sich das zusammenzieht und dadurch Risse bekommt oder ähnliches. Also, Antwort von ihm war natürlich, wieso? Beziehungsweise Stratasys baut ja die Produkte nach den Patenten, also von daher ist es nicht nur ein Patent-Troll. Ja, okay, gut, Argument lasse ich mal gelten. Aber dann kommt die Frage, was er denn von den Patenten hält. Und er sagt, man kann nicht alles an Patenten schlecht finden, denn dann hätte man nicht mehr allzu viel, was man mögen kann. Und wenn er als er MakerBot damals gestartet hatte, da war das wirklich ein Hobbyprojekt, aber er wusste schon, dass er MakerBot als Firma weiterführen wollte und 3D-Drucker halt auf den Desktop bringen wollte, also so dass jeder daheim irgendwann mal einen 3D-Drucker hat. Und ja, er sagt jetzt, damals ist er häufig einen anderen Weg gegangen, weil er ist halt auch schon in die damaligen Patentsachen reingeraten und ist dann den Weg gegangen, dass er andere Methoden sich ausgedacht hat, die auch funktionieren, womit er aber die Patente umgehen kann. Danach argumentiert er halt, er möchte jetzt seine Erfindungen schützen und entsprechend damit seiner Firma das Überleben ermöglichen. Und ja, deswegen geht er jetzt halt den Patentweg und er würde sich jetzt quasi diesem Weg anpassen. Und das ist natürlich jetzt quasi einen großen Teil der Open Source Community ein Schlag ins Gesicht, weil Patente sind das, was die meisten Leute eher einschränkt, als dass es irgendwo hilft. Ich meine ja, okay, in seinem Fall, er hat da neue Methoden entdeckt. Das ist ausgelöst worden durch die Patente, ja. Aber ist es nicht manchmal auch sinnvoller, dass man bestehende Methoden nimmt und verbessert? Weil wir reden hier teilweise wirklich von Basics. Ich heize eine Platte oder ich mache ein Muster in ein Objekt rein, anstatt es auszufüllen, um Material zu sparen. Diese ganzen Sachen, die gibt es schon länger. Also, und genauso halt der Extruder. Also, das Prinzip des Extruders ist ich habe ein heißes Element, ein Heizelement, was eine Düse heiß macht und habe da drüber einen Motor mit Zacken, der drückt da ein Plastikteil rein. Das macht jede Heißklebepistole. Ja, okay, das ist woanders eingebaut, aber bitte. Irgendwo müssen wir mal den Fuß auf den Boden lassen. Also das kann man keiner erzählen, dass das eine so innovative Technik ist, dass das wirklich patentierwürdig ist. Weil, ich möchte Plastik verformen. Ja, ich mache es heiß. Das sind alles keine neuen Techniken und das sind Sachen, die sind wirklich einfach. Da kann jeder drauf kommen. Und er sagt ja schon selber, er ist damals hingegangen, hat sich Sachen ausgedacht, hat die gebaut, die funktionierten auch, er konnte es aber nicht einsetzen, weil es ein Patent gab. Ja, das ist ja gerade die Problem, beziehungsweise das, was so schwachsinnig ist. Das sind keine Erfindungen, die irgendwie die Firma mehr wert machen. Ja, okay, ihr habt es rausgekriegt. Aber andere Leute auch. Aber nein, wir müssen jetzt hier First Come, First Serve spielen. Ja, schön. Wir haben es als erstes entdeckt, beziehungsweise nein, wir haben es nicht als erstes entdeckt, aber wir haben als erstes genug Geld bezahlt, um es eintragen zu lassen. Also, hey, gebt uns alle euer Geld. Nur gut, mein Fazit ist relativ einfach. Ich werde nach wie vor kein MakerBot kaufen. Ich hatte damals mal mit dem Gedanken gespielt, mir so einen zu holen. Hatte auch wirklich schon mal geguckt. Aber als damals dann losging, dass es die Sourcen nicht mehr gab, beziehungsweise die Dokumentation, war das Projekt für mich ohnehin gestorben und jetzt dreimal. Tja, bleibt zu hoffen, dass andere Community-Projekte nicht genauso enden und ja, wie heißt es so schön, wie sagt er so schön, sich dem System anpassen? Naja, ich würde eher sagen, sich dem System ergeben und damit die Entwicklung nicht unbedingt fördern, auch wenn ihr es gerne so darstellt. Und ja, dass wir hoffentlich doch noch ab und zu mal Erfindungen sehen, die auch wirklich sinnvoll sind, sinnvolle Weiterentwicklungen und nicht alles daran scheitert, dass irgendwer ein Patent hält oder irgendwelche anderen Firmen oder Personen meinen, da Leute anscheißen zu müssen.